Gerne. Ja, herzlich willkommen bei unserem Beitrag heute hier bei der E-Education-Fachtagung. Ich darf mich ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Matthias Kutscherer. Ich bin bei dem österreichischen Startup Robo Wunderkind tätig seit ungefähr 4 Jahren. Und ich muss heute leider meinen Kollegen, den Anton Klaghofer, entschuldigen. Das ist ein Kooperationspartner von uns, also eigentlich ein Teach for Austria Fellow, der bei dem Projekt, das ich heute vorstellen werde, bei dem Projekt Alle Kinder sind Wunderkinder, mit dabei war und gerne auch berichtet hätte, wie es für ihn war. Aber wir wissen alle, die aktuelle Situation macht einige Sachen oft kurzfristig anders. Und deswegen machen wir das Ganze jetzt oder ich mache das Ganze heute alleine und werde euch eine Vorstellung von dem Projekt geben und auch zeigen, was wir im nächsten Jahr mit dem Projekt vorhaben. Weil ich denke, dass es ein cooles Projekt ist, und noch sehr klein ist, aber wir Schritt für Schritt weiter wachsen und das möchten wir natürlich auch bei der E-Education-Fachtagung teilen. Ja, ich werde mal ganz kurz meinen Bildschirm übertragen, weil ich eine kleine Präsentation vorbereitet habe. Ich glaube, ihr könnt jetzt alle meine Folien sehen, ist es korrekt? Ja. Also wir sehen hier, Alle Kinder sind Wunderkinder, ein Projekt von Teach for Austria, der KPH Wien-Krems und Robo Wunderkind. Wir haben einen ersten Piloten gemacht in Ich gehe mal ganz kurz hier noch. Ups, Entschuldigung. So weit wollte ich noch nicht gehen. So. Ich muss jetzt noch meine Präsentation starten. Entschuldigung. Also, wir haben das Pilot ganz klein gestartet, letztes Jahr. Und haben die KPH Wien-Krems als unseren Partner gewinnen können, um diesen ersten Durchlauf mit uns gemeinsam zu evaluieren. So, genau. Diese Folie wollte ich euch zeigen. Und zwar hat das Ganze so stattgefunden: Wir haben im April aufgrund der Covid-19-Pandemie über eine Online-Fortbildung die Pädagoginnen und Pädagogen für Robo Wunderkind eingeschult, die wir davor natürlich zuerst für uns gewinnen mussten oder für das Projekt gewinnen mussten. Teach for Austria hat da sehr viel Begeisterung gezeigt und gesagt, ja, das ist sicher ein cooles Projekt für ihre Fellows. Und wir haben dann im April eben begonnen, diese Pädagoginnen und Pädagogen einzuschulen. Das heißt, der Zeitraum war sehr kurz. Wir hatten insgesamt nur 3 Monate Zeit, also 12 Wochen Unterricht, natürlich mit Unterbrechungen. Jede Person, die in einer Schule praktisch tätig ist, weiß, dass 12 Wochen Schule in diesen Monaten nicht ganze 12 Wochen sind. Haben dann monatliche Update-Calls gemacht, wo wir Reflexions- und Feedbacksrunden mit den Fellows und auch den Pädagoginnen gemacht haben, die Fellows von ihren Schulen und von ihren Kindergärten mit reingebracht haben in das Projekt. Und hatten dann einen Projektabschluss, den wir sogar in Person dann durchführen konnten. Das war sehr schön. Und haben dann in diesem Projekt, in diesem ersten Durchlauf, über 150 Kinder erreichen können. Also es war mal ganz klein angelegt, wollten das mal ausprobieren. Hatten 5 Einrichtungen, die mitgemacht haben. Und von den Pädagoginnen und Pädagogen waren 5 Fellows. Und dann hatten wir auch noch 3 Pädagoginnen. Also in 3 Einrichtungen hatten wir dann auch noch Lehrpersonen, die in dieser Schule tätig waren, die auch in dem Projekt mitgemacht haben. Also hier mal so ein kleiner Überblick über das erste Projekt und die KPH Wien-Krems war da mit dabei und hat Interviews geführt, vor allem mit den Kindergartenpädagoginnen, weil wir einfach herausfinden wollten, okay, was konnten wir in diesen 3 Monaten eigentlich wirklich erreichen? Wir werden nächste Woche, eigentlich wollten wir das heute auf der Interpädagogika präsentieren. Das Ganze ist jetzt natürlich ins Digitale umgeschwenkt worden, deswegen werden wir das jetzt einfach nur über Social Media, unsere Kanäle teilen, einen Projektbericht mit auch Ergebnissen von den Interviews, was da rausgekommen ist. Und wer Interesse hat, kann natürlich dann bei Robo Wunderkind und auch bei Teach for Austria nachschauen, wie das Projekt dann im Detail ausgeschaut hat. Welche Schulen haben mitgemacht? Welche Kindergärten haben mitgemacht? Vielleicht kennt die eine oder die andere Einrichtungen, die mit dabei waren. Das sind die Einrichtungen. Und was ganz spannend für uns zu beobachten war, ist, dass natürlich ein großer Unterschied zwischen dem Arbeiten mit Robo Wunderkind, zwischen Kindergärten und Mittelschulen da ist. Aber
Es war extrem spannend zu sehen, wie auch so die Strukturen, die in den unterschiedlichen Einrichtungen da sind, sich dann auf die Möglichkeiten der Kinder und ja, der Schülerinnen auswirken. Und es bringt Teach for Austria natürlich die Möglichkeit, dass sie in diese Einrichtungen neue Impulse setzen. Und vor allem können wir aber auch die Lehrpersonen, die vielleicht sonst nicht die Möglichkeit haben, mit Tools wie RoboWunderkind zu arbeiten, dafür gewinnen, dass sie sich das Ganze mal anschauen, auch wenn sie vielleicht nicht die Hauptrolle sofort einnehmen, sondern die Fellows in erster Linie mal diese Initiativen ergreifen. Ja, ich weiß nicht, die Personen, die Gäste, die heute da sind, ob sie RoboWunderkind schon kennen oder wie gut sie RoboWunderkind kennen, aber damit wir eine ungefähre Vorstellung davon haben, mit was wurde denn eigentlich in diesem Projekt gearbeitet, möchte ich euch ganz kurz zeigen, was die Motivation von RoboWunderkind ist und wieso wir das Ganze machen. Und zwar, diese Folie, die Birgit ist ja heute auch da, die kennt diese Folie wahrscheinlich schon in- und auswendig, weil wir zeigen diese Folie schon seit 3 Jahren her, aber diese Folie ist noch immer nicht alt geworden. Und wir müssen natürlich dann immer wieder die Jahreszahlen updaten, aber anders, also die Welt dreht sich trotzdem schnell weiter. Und wir sehen hier auf der linken Seite eine Stadt, die ist sehr groß, die ist sehr digital, die ist zum Glück auch nicht überall auf unserer Welt so ausgeprägt, wie sie auf diesem Bild ist. Und ob das gut ist oder ob das schlecht ist, das möchte ich jetzt gar nicht beantworten. Aber es findet auf jeden Fall ganz viel Veränderung statt. Und auf der rechten Seite sehen wir auch eine Stadt, die vielleicht utopisch ist, vielleicht auch nicht, aber die auf jeden Fall in Zukunft oder die uns ein bisschen zeigt, okay, wow, hier sind ganz viele digitale Dinge, hier werden neue Konstruktionen gebaut, die wir eigentlich jetzt noch gar nicht in diesem Ausmaß machen können. Und wir glauben, dass es einfach wichtig ist, dass Kinder immer wieder weiter lernen und neue Dinge erfinden und dabei vor allem lernen, dass sie das können. Das ist eigentlich so die Grundessenz. Und während sie das machen, lernen sie dann auch noch Programmieren und Roboter zu entwickeln. Also RoboWunderkind entwickelt Robotik-Bauwürfel, hat eine App entwickelt mit 3 verschiedenen Oberflächen, um Programmieren zu lernen und entwickelt Lehrmaterialien und macht auch Online-Schulungen. Also nur damit wir auch verstehen, wer ist RoboWunderkind in diesem Projekt. Und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz die Carla. Die Carla, die programmiert schon seit ungefähr 3 Jahren mit RoboWunderkind. Und sie kann euch am besten zeigen, wie das so aussieht, wenn mit RoboWunderkind programmiert wird. So, ich hoffe, das klappt. Hallo, ich bin die Carla, bin 9 Jahre alt und ich programmiere mit RoboWunderkind. Das war meine Kaffeemaschine. Ich spiele mit dem Roboter so, dass ich mal das Programm starte, also was programmiere, dass der Roboter dann in sich hineinspeichert und dann das halt vorführt bei mir. Und es ist schon oft passiert, dass ich sehr viele Fehler drin gehabt habe. Dann ich überlege mir es neu, weil aus Fehlern kann man anscheinend lernen. Also ich stecke da gerade den Lichtsensor, das ist der Lichtsensor, den braucht man nämlich für die Kaffeemaschine. Als nächstes brauchen wir dann den Servo. 2 Lichter. Jetzt habe ich da 2 Fingern. Die braucht man zum Hintipseln. Wie steckt man die auf? Wir sind dann eigentlich so hinbauen. Bei diesem Projekt brauchen wir auch eine Alufolie, weil das Lego kann nicht einfach die Kaffeemaschine so einschalten, weil das Lego keinen Strom hat. Oh. Ja. Funktioniert das? Ich habe mit RoboWunderkind schon viele Projekte gemacht, zum Beispiel der Babysitter, den ich mal gemacht habe, das Denkspiel. Wir entwickeln halt die Ideen dann immer weiter, weil mir fällt dann irgendwas ein und der Papa entwickelt es dann manchmal ein bisschen weiter oder ich. Und es ist halt, manchmal hat er eine Idee und manchmal ich. Ja, also ihr habt gesehen, so sieht es ungefähr aus. Und ihr habt auch gesehen, im Vordergrund steht hier nicht nur das Programmieren und ich lerne jetzt einen Code oder ich lerne, was Programmieren überhaupt bedeutet, sondern es ist ganz, ganz wichtig, dass
Kinder Ideen in die Welt bringen. Und wenn sie währenddessen dann auch noch programmieren lernen und verstehen, dass sie Verantwortung tragen, wie sich unsere Technologie entwickelt, dann glauben wir, ist das was ganz Gutes. Ja, und dann haben wir mit Teach for Austria gemeinsam uns überlegt, okay, wie können wir jetzt Kindern, die vielleicht nicht alle Möglichkeiten auf dieser Welt haben, weil die Carla ist die Tochter von einem Programmierer und hat natürlich zu Hause auch ganz viel Unterstützung und wird gefördert und da steht immer jemand da, der ihr noch Ideen gibt und sie hat auch die Möglichkeit, einen Wunderkind-Roboter zu Hause zu haben. Aber wir haben uns dann mit Teach for Austria zusammengesetzt und haben uns gedacht, was könnten wir machen, dass wir in die Einrichtungen, wo auch viele Kinder sind, die nicht unbedingt aus den allerbesten sozialen Verhältnissen kommen, trotzdem das Gefühl bekommen, dass sie für diese schnell wachsenden oder für diese schnell entwickelnde Welt, dass sie wichtig sind in dieser Welt. Und dann haben wir eben dieses Projekt gegründet und wie ich schon gesagt habe, wie das, ich habe euch schon den Ablauf gezeigt und haben dann eigentlich nach 3 Monaten sehr, sehr positive Rückmeldungen gehabt und auch viel erzielen können bei den Schülerinnen und Schülern. Ja, das ist so ein paar Eindrücke. Ich war eigentlich in fast jeder Einrichtung selber, aber wir haben nicht überall Fotos gemacht. Und es war ganz, ganz spannend zu betrachten, wie der Unterschied ist, wenn wir im Kindergarten sind und auch in der Mittelschule. Also wir sehen unten die Mittelschule Dreiskirchen und oben den Kindergarten in der Hütteldorfer Straße. Hier seht ihr auch den Toni oben auf dem Foto, der eigentlich heute mit mir gemeinsam das Ganze machen hätte sollen. Aber wie gesagt, Covid-19 hat ein paar Sachen verändert. Ja, und wie geht das Ganze jetzt weiter? Was wollen wir für 2022 machen? Ja, ich möchte euch auch zeigen, was ist der nächste Schritt sein, mit natürlich einer realistischen Umsetzung. Und wir wollen das Ganze auch nicht gleich zu groß machen, weil wir denken, dass wir vor allem bei diesem Projekt Schritt für Schritt immer wieder einen kleinen Schritt machen. Das heißt, wir haben das nächste Projekt angesetzt für Jänner 2022 bis Juni 2022. Das heißt, im Jänner geht es dann los, hoffentlich. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich möchte mich übrigens an dieser Stelle auch dafür bedanken, dass ihr euch die Zeit nehmt, jetzt gerade hier zu sein, wo ja gerade alles, was die nächsten Wochen, was Schule betrifft, nicht so einfach sind. Ja, und wir wollen im Jänner starten und unser Ziel war es, die Anzahl der Einrichtungen zu verdoppeln. Wir wollten doppelt so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen haben und haben es jetzt mittlerweile geschafft. Also es ging eigentlich sehr schnell, dass wir sogar schon 14 teilnehmende Einrichtungen haben. Werden jetzt aber auch nicht noch mehr dazu nehmen, weil wir nicht zu schnell zu groß werden wollen. Und starten dann im Jänner mit 14 neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir haben in dieser Runde auch die polytechnischen Schulen mit dazu genommen, weil wir das Ganze ausprobieren wollten. Wie kommen wir da voran? Ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, ob wir tatsächlich eine Anmeldung haben von einer polytechnischen Schule. Aber wir hoffen, wenn wir noch keine haben, dass wenn da noch jemand dazu will, dass wer kommt. Weil ich glaube, dass das auch eine coole Möglichkeit sein kann, obwohl Robo-Wunderkind nicht in erster Linie für diese Altersgruppe geeignet ist. Aber ich glaube, wenn wir es schaffen können, dass jugendliche Kinder das Gefühl kriegen, dass sie Programmieren verstehen können und Technologie entwickeln können, da haben wir, glaube ich, auch in der Polytechnischen Schule einen super Fortschritt. Ja. Und dann haben wir hier noch 2 weitere Ziele. Wir wollen 500 Kinder erreichen. Das sollte möglich sein, wenn wir die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit dabei haben, mit den Klassen. Und eine ganz wichtige Sache, und die möchte ich jetzt auch an alle, die jetzt gerade da sind, nochmal mitgeben, damit ihr auch versteht, was ist so unser langfristiges Ziel mit diesem Projekt. Wir wollen mindestens 20 Pädagoginnen, wir sprechen jetzt hier von Fortbildung, das ist jetzt keine offizielle Fortbildung, zumindest noch nicht. Das bedeutet, alle Teach for Austria Fellows, die an einer Schule gehen, in einer Schule schon sind und sich für das Projekt melden, jede und jeder dieser Fellows bringt mindestens eine Lehrerin oder eine Kindergartenpädagogin aus der eigenen Einrichtung mit, die dann auch das Projekt mit uns mitmacht. Weil wir wissen ja, die Teach for Austria Fellows sind 1 bis 2 Jahre an ihrem Standort und dann gehen sie oft wieder weg. Manche bleiben auch dort.
Aber wir wollen nicht, dass jetzt hier ein halbes Jahr mit dem Wunderkind gearbeitet oder generell ja, dieses Programmierthema und der Umgang mit Coding stattfindet. Und wenn dann das Projekt vorbei ist, dass dann das Ganze wieder aufhört. Sondern wir wollen wirklich dieses halbe Jahr immer nutzen, um den Impuls zu schaffen, um fortzubilden und dann das Ganze in der Schule und oder im Kindergarten zu lassen. Und auch wenn der Fellow dann wieder weg ist, wollen wir, dass das Projekt von alleine weiterlebt. Das ist natürlich immer eine schöne Vorstellung. Und das ist natürlich in der Umsetzung nicht so einfach, aber wir legen da einen ganz großen Fokus darauf und versuchen da ja, Motivation in der Schule zu schaffen, dass wir da miteinander. Und im besten Fall können wir vielleicht im nächsten Jahr dann nicht davon sprechen, dass wir noch viel mehrere Schulen mit hineinnehmen, aber dass wir vor allem mehr Lehrpersonen an einem Standort in das Projekt mit hineinnehmen. Weil wir müssen nicht immer mehr Schulen im Projekt haben, um mehr Impact zu haben und mehr Kinder zu erreichen. Ja, weil in einer Schule sind ja sehr viele Kinder auch, die wahrscheinlich nichts von diesem Projekt mitkriegen werden. Das heißt, wenn wir an den Standorten dann auch noch mehr Pädagoginnen für uns gewinnen können, glauben wir, ist das die einfachere und auch mehr umsetzbarere Art und Weise, das Projekt größer zu machen. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, aber ein bisschen Zeit habe ich noch. Und deswegen würde ich euch ganz gerne zum Abschluss noch ein kurzes Video zeigen von unserem Projekt. Kleinen Moment, ich stoppe ganz kurz meine Übertragung und starte eine neue. Und zwar haben wir im Zuge dieses Projektes auch ein Video gemacht, wo wir so ein paar Szenen aus den Schulen haben, ein paar Interviews geführt haben mit den Teilnehmenden, Fellows und auch Pädagoginnen. Und das möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch vorstellen. Alle Augen zu! Hallo, ich bin der Nils und bin 4 Jahre alt. Mit diesem Knopf kann man ihm sagen, dass los und mit diesen Rädern kann er fahren. Die Kinder lernen algorithmische Reihen, sie lernen Coding, sie lernen, wie man einfach ein Tablet benutzt. Und für mich ist RoboWunderkind eine Lernform, wo das Kind sich unglaublich in den eigenen Potenzialen entwickeln kann. Ich meinte mit Schnellwasserroboter, der ist noch schneller als ein Fächerfisch. Ich jeden Tag beobachte und auch die anderen, meine gruppenführende Pädagogin hat bemerkt, dass mit dem Roboter bauen wir jeden Tag feststellen, dass jedes Kind ein Wunderkind ist. Robotik ist vielleicht oder allgemein MINT noch vielleicht noch so Klischee behaftet, dass es vielleicht eher für die Jungen ist. Aber ich finde, und das haben wir auch bei uns im Kindergarten gemerkt, alle Kinder können damit arbeiten. Egal ob Junge oder Mädchen, ob es das 3-jährige Kind ist oder das 6-jährige Vorschulkind, es ist für alle Kinder super geeignet. In Österreich ist es so, dass viele Kinder, die sozial benachteiligt sind, auch im Bildungssystem benachteiligt werden. Beispielsweise ist es so, dass die ärmsten Kinder in Österreich die gleichen Ergebnisse in Mathe erzielen wie die ärmsten Kinder in Mexiko. Das ist etwas, wo wir sagen, das wollen wir nicht, das kann nicht sein. Und wir als Teach for Austria arbeiten dafür, dass alle Kinder ein gutes Leben leben können. Und zwar unabhängig davon, wie viel Geld die Eltern verdienen, wie viel Bildung die Eltern haben oder wo die Eltern herkommen. Das ist auch der Grund, warum wir mit RoboWunderkind kooperieren, weil es uns mit RoboWunderkind und durch die Partnerschaft mit RoboWunderkind wirklich möglich ist, innovative Inhalte und Methoden an die Schulen zu bringen, wo wirklich viele Kinder unterrichtet werden oder in den Kindergärten viele Kinder sind, die sozial benachteiligt sind. Ich mag das Bauen richtig gerne. Und es ist dann auch so lustig, wenn der Roboter wirklich das macht, was ich will. Ich denke, dass die Roboter in vielen Situationen das Leben erleichtern werden. Und mir macht am meisten Spaß, dass ich halt alles machen kann. Also wirklich alles halt, was ich mir vorstellen kann. Das kann ich versuchen, dass der Roboter das nachmacht. Ich habe vieles gelernt, wie man eigentlich programmiert und so. Diese App ist ganz cool, RoboWunderkind. Also ich fände es richtig cool zu programmieren später einmal, also so professionell,
wäre auf jeden Fall schon ein richtig cooler Beruf, finde ich. Ich sehe das als großartige Möglichkeit, wie die Kinder auf spielerische und einfache Art und Weise programmieren lernen können. Und nicht nur die Kinder, sondern auch ich als Lehrkraft, weil ich habe noch nie vorher was programmiert. Und ich kann mich noch erinnern, nach der Einschulung, so dieses erste Erfolgserlebnis, da habe ich programmiert mit der RoboBlockly-App und bin dann voller Vorfreude zu meinem Mann und habe ihm gesagt, du schau mal, was ich gemacht habe, der Roboter, der macht das, was ich mache, also was ich ihm gesagt habe. Und diese Erfolgserlebnisse dann einfach bei den Kindern zu sehen und das weiterzugeben, das war irrsinnig bereichernd dieses Jahr. Ja, also hier noch ein paar Eindrücke vom Projekt. Und ich glaube, wir haben da ein richtig, richtig cooles Projekt auf die Beine gestellt. Und möchte mich zum Abschluss noch einmal bedanken bei Teach for Austria, unserem Partner, der uns da auch die Möglichkeit gibt, mit den Fellows gemeinsam das umzusetzen. Also das ist schon richtig cool. Und danke auch für das Vertrauen. Und auch ein riesengroßes Dankeschön an die KPH Wien-Krems, an Sonja Gabriel, die uns da bei der ersten Evolution unheimlich unterstützt hat. Und ja, wir werden sehen, wie das Projekt weitergeht. Wir tun unser Bestes, um noch mehr und mehr und mehr Kinder und vor allem auch Lehrpersonen zu erreichen mit diesem Projekt. Und ja, wenn es Fragen gibt, haben wir jetzt noch 3 Minuten oder vielleicht noch ein bisschen mehr, wenn die Birgit es zulässt. Ansonsten ist es auch möglich, mir eine E-Mail zu schicken. Ich schreibe einfach meine E-Mail-Adresse in den Chat hinein. Falls jemand Interesse hat oder mehr über Robo Wunderkind erfahren möchte oder vielleicht auch eine Idee hat für ein ähnliches Projekt in einem anderen Kontext, bitte gerne mir einfach eine E-Mail schicken mit euren Anliegen. Alle Fragen zu Robo Wunderkind einfach an mich, auch Fragen natürlich zu diesem Projekt. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn ihr mir eine E-Mail schickt. Ansonsten, wenn es jetzt schon Fragen gibt, könnt ihr natürlich auch jetzt eine Frage stellen, entweder in den Chat hinein oder ihr könnt natürlich auch euer Mikrofon einschalten, wenn ihr das möchtet. Sehr gerne, Claudia. Danke dir auch, Anna. Schön, dass du auch da warst. Kann man sich eventuell als Schule für eine zukünftige Projektteilnahme vormerken lassen? Ich muss dazu sagen, Claudia, aktuell, ja, schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Und es wäre ja schade, wenn wir das Projekt nur auf Teach for Austria Schulen beziehen, aber es ist ein Projekt, das wir gemeinsam mit Teach for Austria machen. Deswegen, jetzt gerade ist es so, dass immer die Fellows die Möglichkeit haben, das an die Schulen zu bringen über Teach for Austria. Wenn aber, Claudia, du Interesse hast, Robo Wunderkind mal auszuprobieren oder das mal für einen Monat auszuprobieren in deiner Schule, dann schreib mir eine E-Mail und wir schauen, was wir machen können. Wenn du Teach for Austria Fellows an deiner Schule hast, dann sollte dem eigentlich nichts im Wege stehen, dass ihr vielleicht sogar noch in das Projekt mit reinkommen könnt. Aber wenn ihr selber was machen wollt, was ausprobieren wollt, einfach mir schicken. Wir finden da immer eine coole Möglichkeit, dass ihr auch etwas ausprobieren könnt und einen Zeitraum mit Robo Wunderkind arbeiten könnt. Ja. Danke, Matthias. Vielen Dank. Ich werde die Aufzeichnung jetzt anhalten. Vielen Dank. Ja.